So, heute werden wir einen Sandkuchen machen, einen Marmorsandkuchen. Der sollte dann danach im Anschnitt so aussehen. Für unseren Sandkuchen bzw. für unseren Marmorkuchen benötigen wir Mehl, Stärke, Zucker, Butter oder Margarine für die Leute, die meinem Essen ihr Essen wegessen, Eier und Schokolade. Backpulver kann man nehmen. Ich bin kein Fan von. Ich werde es nicht reinnehmen. Aber es gibt viele Leute, die meinen, ja, wir müssten unbedingt Backpulver reinnehmen. Tut es, übertreibt es nicht, sonst kommt der Kuchen hoch und fällt wieder zusammen, weil die Stärke nicht genug Stärke drin ist, um diesen hohen Trieb zu verkleistern. So, ich gehe meinen Zucker, das ist jetzt hier Vanillezucker. Wer andere Videos von mir gesehen hat, ist ein ganz normales Gefäß, wo Zucker drin ist, wo ich alte, ausgekratzte Vanillenschoten drin aufbewahre. Jedenfalls den Zucker gebe ich in den Kessel. Dann gebe ich die Butter in den Kessel. Achtet darauf, dass alle Zutaten möglichst die gleiche Temperatur haben. Gleiche Temperatur heißt nicht 4 Grad aus dem Kühlschrank, alles 4 Grad, sondern eben Raumtemperatur. Ich habe keine frische Zitrone da, das ist nämlich wieder so ein Tütchen. Vanille war drin. Salz. Und jetzt lasse ich das erstmal kurz laufen, dass es ein bisschen weich wird und gebe da nach und nach die Eier zu. Das wird jetzt nicht aufgeschlagen, sondern einfach nur vermengt. So, wenn es jetzt halbwegs vermengt ist, dann gebe ich mein Mehl dazu. Ich siebe es. Wenn ihr jetzt Backpulver, ist jetzt Mehl und Weizenpuder schon zusammen. Wenn ihr jetzt Backpulver hättet, würdet ihr es auch jetzt mit dem Mehl versieben. Warum sieben? Darum. Das sind jetzt alles Klumpen, die nachher eventuell nicht mit verknetet werden können. Kommt darauf an, wie fest die Klumpen sind. Diese waren jetzt hier sehr weich, da wäre es wahrscheinlich, hätte es nichts gemacht. Aber wahrscheinlich ist nicht auf jeden Fall. So, jetzt lassen wir es weiter zusammen rühren. Nicht schlagen, weil wenn ihr jetzt hier schlagt, kriegt ihr unkontrolliert Luft runter. Und das kann dann nachher dazu führen, dass es sehr stark hochtreibt und der Kuchen über den Rand tritt und wieder zusammenfällt. Einfach nur rühren lassen. Man könnte jetzt auch anstatt des Schneebesens diesen Flachrührer nehmen, würde auch gehen. So, ist jetzt zusammengerührt. Jetzt kommen wir zum Färben. Wir nehmen uns einen Teil davon ab. Im Hintergrund hörte man schon die Mikrowelle. Da ist Kuvertüre drin. So, millionenfach eure Mütter, Großmütter, Urgroßmütter, weiß ich wer, hat jetzt da Kakao reingekippt. In dem Moment, wo man da Kakao reinkippt, Kakao wirkt wie Mehl bzw. wie Stärke. Das heißt, es bindet Wasser. Wasser ist hier ein bisschen von der Butter mit drin, weil Butter ja nicht nur reines Fett ist, sondern auch Wasser enthält.
und vom Ei. Also sehr spärlich. Wenn jetzt also dieses zusätzliche Kakaopulver, womit wir färben würden, noch Wasser bindet, wird es die Kakaomasse relativ trocken. Da müsste man dann rein theoretisch noch wieder Fett zusetzen und ein bisschen Zucker, um das auszugleichen. Und um das nicht machen zu müssen, gebe ich einfach ein bisschen Kuvertüre mit rein. Da ist Fett mit drin, sodass das also nicht trockener wird als die weiße Masse. Es ist nur ein Verbesserungsvorschlag. Wie gesagt, man kann es natürlich auch weiterhin machen, wie eben millionenfach vorher mit Kakaopulver färben. Es wird aber eben hier mit der Quartüre einfach ein bisschen saftiger. So, jetzt sollte man sich entscheiden, nimmt man etwas größere Form oder nimmt man die etwas kleinere Form. Wichtig ist, die Form nicht zu sehr zu füllen. Also wenn man eine Form schon bis oben hier und einen Zentimeter unterm Rand gefüllt hat, hat man schon verloren. Die wird auf jeden Fall überbacken, daneben laufen, unansehnlich werden. Ich werde mir heute diese nehmen. Es sind beides antihaftbeschichtete Formen. Trotzdem werde ich sie nochmal mit Butter ausstreichen und dann nochmal zusätzlich zu der Butter mit Semmelmehl bestreuen, sodass auf keinen Fall passieren kann, dass es nur annähernd anbackt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einen wunderbaren Kuchen gebacken hat und den nachher aus irgendwelchen Mitteln oder irgendwelchen Zufälligkeiten ihn nicht aus der Form kriegt. Buttern, Semmelmehl. Erstmal sieht man überall gleich dann, wo man eventuell nicht gebuttert hat. Außerdem wirkt das Semmelmehl nochmal, zieht sich so ein bisschen geht mit der Fett eine Verbindung ein und verhindert damit das Anbacken. So, untere Schicht nimmt man eine helle Masse. Und auch jetzt, wenn man jetzt mit irgendwas da drin rumstreicht, nicht zu sehr an den Wänden kratzen, weil damit würde man diese Fettschicht oder Semmelmehlfettschicht wieder zerstören und an den Stellen könnte es anbacken. Jetzt in der mittleren Schicht gebe ich jetzt die dunkle Masse, fast schon ein bisschen viel dunkle Masse. Wenn man beim Einfüllen merkt, oh, es wird knapp, macht nicht den Fehler und versucht trotzdem alles reinzumachen nach dem Motto, das wird schon gut gehen. Macht lieber noch eine kleine andere Form, denn wäre schade drum, wenn der Kuchen, wenn er wieder über den Rand rausbackt und unansehnlich ist. So, als letztes wieder. Weiße Schicht. Nun kann man die Schichten, so wie sie sind, jetzt lassen. Man kann aber auch noch einmal zusätzlich mit irgendwas Langem, mit einem Holzstäbchen oder mit einer Gabel rüberfahren. Beziehungsweise es verrühren. Es sieht dann im Anschnitt ja noch irgendwie so ein bisschen zerlaufener aus. Ich streich's jetzt nur glatt. So, jetzt könnte man mit irgendwas lang, ich habe jetzt hier so eine Pinzette, nochmal zweimal so hin und her fahren. Sieht im Anschnitt dann so ein bisschen, hat man ein anderes Muster. Jetzt kommt der Sandkuchen in den vorgeheizten Ofen bei ca. 200 Grad. Oberhitze, Unterhitze.
So, der Ofen hat 200 Grad. Mittlere Hitze, Oberhitze, Unterhitze. Ist übrigens jetzt hier schon vom Einfüllen her, also fast die obere Grenze. Wir werden sehen, ob es ein Negativbeispiel wird, weil er eben überkocht, oder ob es klappt. So, das ist jetzt unmittelbar nach dem Schieben. Ich werde jetzt alle paar Minuten mal ein Bild machen. Zumindest in der Zeit, wo was passiert. Nach 20 Minuten ist der hochgekommen, da passiert ja nicht mehr viel. Da werde ich diese Bildwiederholfrequenz natürlich dann drastisch nach unten setzen. Backzeit ist jetzt 7 Minuten. Ich werde noch ein paar Minuten warten und dann oben einen Schnitt setzen. So, jetzt sind 13 Minuten um. Man sieht, wie sich oben so eine Haut bildet. Man darf jetzt den Zeitpunkt, wenn man den oben einschneidet, nicht verpassen, weil sonst schneidet er sich selber und das wird dann meistens nicht so gerade, sondern so ein bisschen gerissen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, er ist jetzt fast noch ein bisschen früh zum Schneiden. Warten wir noch 2 Minuten. So, er steht jetzt 12, 13 Minuten. Ich werde ihn jetzt schneiden. Wie gesagt, dieses Schneiden muss nicht sein, aber es ist einfach so, dass er dann beim Hochbacken einen geraden Aufbruch hat. Wie gesagt, er sollte gut so ein bisschen angebacken sein. Seht es wie jetzt, wenn man hier rauffasst, da nehmt ihr euch ein Messer, macht es nass und zieht einfach in der Mitte so einen Schnitt lang. Das heißt, der Kuchen wird jetzt beim Hochkommen so schön auseinandergehen. Gleichzeitig drehe ich jetzt den Ofen auf 180 Grad runter. Die Temperatur kann bei euch natürlich anders sein. Ich weiß nicht, was für einen Ofen ihr habt. Die Thermostate sind alle nicht so doll, dass man da sagen kann, auf 10, 20 Grad sind die genau. Backzeit 25 Minuten. Backzeit jetzt 32 Minuten. Man sieht, wie er schön in der Mitte aufreißt. Hätte man jetzt Backpulver drin, wäre natürlich der Trieb wesentlich größer. 40 Minuten Backzeit. So, Gesamtbackzeit. Und jetzt 55 Minuten. Ich werde noch mal so 5 Minuten, 6 Minuten warten. Und dann das erste Mal stippen. So, wir haben jetzt eine Gesamtbackzeit von ungefähr einer Stunde. Gucken wir mal, ob er schon durchgebacken ist. Dazu nehmen wir so ein Hölzchen. So, jetzt sieht man hier noch leicht klebrigen Teigrest. Hier ist noch nicht. Aber fehlt nicht mehr viel. Vielleicht noch 5 Minuten, 10 Minuten. So, die Gesamtbackzeit ist jetzt 1 Stunde, 10 Minuten. Also ich gehe mal jetzt davon aus, er ist fertig. Können wir noch mal stippen. Ja, da bleibt nichts mehr hängen. Ist also wunderbar. So, der ist jetzt aus dem Ofen gekommen. Backzeit war 1 Stunde 10 Minuten, also 70 Minuten. Man sieht, wie schön er oben aufgerissen ist, schön gleichmäßig. Hätte man den Ofen jetzt noch ein bisschen weiter runter gedreht, dann wäre dieses Aufgeschnittene heller geblieben. Was ich persönlich jetzt schöner finde oder finden würde, wenn es so wäre. Dem ist nicht so.
Der Kuchen wird, wenn er ausgekühlt ist, gestürzt. Und dann kann man ihn rein theoretisch noch mit Kuvertüre bestreichen, was ich aber nicht machen werde. Ich werde ihn nur nachher stürzen und werde ihn dann nochmal anschneiden, damit ihr seht, wie er von innen aussieht. So, der ist jetzt abgekühlt. Zwar noch nicht ganz, aber hoffen wir, geht da raus. Gucken wir mal. So soll es sein. Jetzt werde ich ihn noch anschneiden. Gut aus, oder? So, hier sieht man jetzt den fertigen Marmorkuchen im Anschnitt. Wenn man also jetzt wirklich genau hinguckt, sieht man hier in der Mitte noch so einen ganz leichten Speckstreifen. Speckstreifen heißt, da ist jetzt kein Speck eingelegt, sondern er ist nicht hundertprozentig durchgebacken. Nun ist aber auch genau die Mitte. Es kann also 5 cm weiter außen schon anders aussehen. Das ist so wenig, da kann man also mit leben. Zeugt davon, dass der super saftig sein wird. So, wenn euch das gefallen hat, ein kleines Like, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, naja, kann ich es auch nicht ändern. Solltet ihr jetzt irgendwelche anderen Ideen haben, die nachzubacken sind, auch in den Kommentaren was hinterlassen. Ich werde mich bemühen, es dann möglichst bald umzusetzen. Viel Spaß wünsche ich euch beim Nachbacken und vor allen Dingen beim Essen danach.